Aber Schemmerschrei, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer Folge Backenkies, da folge ich mir im Hühnchenofenarsch. Aber ja, zuerst kommen wir zur letzten Folge des, ja, Undertale-Projekts von mir. So, wir haben jetzt alles aus dem Spiel rausgeholt, was man hier rausholen kann, außer das Genocide-Ende. Das müsst ihr, wenn ihr es wollt, selber machen. Ich kann das wirklich nicht durchziehen, Leute. Sorry. Wenn du hier weitergehst, wird dein Abenteuer wirklich zu Ende sein. Deine Freunde werden dir aus dem Untergrund rausfolgen. Jo, ich bin bei... Fail. Oh, das hat jetzt komplett den Moment zerstört. So, hier. Ich bin bereit. 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 So. Explosion. Puff, Let's Play zu Ende. Nee, Quatsch, da kommt noch was. So. Nebenbei, hier im Hintergrund seht ihr ja dort die Welt. Die Welt ist tatsächlich angelehnt an die Welt von, ich glaube, Earthbound Zero. Warte, ich muss gerade einen Schluck trinken. Oh my. Ist es nicht wunderschön? Alle. Wow, es ist sogar besser als auf dem Fernseher. Viel besser. Besser als ich es mir je vorgestellt habe. Frisk, du hast... was? Du hast in sowas hier gelebt? Das Sonnenlicht ist so schön und die Luft ist so frisch. Ich fühle mich wirklich lebendig. Hey, Sans. Was ist denn dieser große Ball? Wir nennen es die Sonne, mein Freund. Ja, und an der Stelle dürftet ihr euch jetzt fragen, warum genau der Papyrus weiß... dass die, nicht weiß, dass das da hinten die Sonne ist. Der Sans, der aber eigentlich theoretisch noch nie an der Oberfläche gewesen ist, es nicht weiß. Ja, das ist eine der Sachen, die den Sans einfach auszeichnen. Er weiß einfach Sachen, ohne irgendeine Begründung dafür, warum er es weiß, weiß er sie. So. Das ist die Sonne. Wow! Ich kann nicht glauben, dass ich endlich die Sonne treffe. Ich könnte hier stehen. Und das hier vor Stunden beobachten. Ja, es ist wunderschön, oder? Wir sollten wirklich darüber nachdenken, was als nächstes kommt. Oh, richtig. Eda. Das ist der Beginn von einer brandneuen Zukunft. Und einer Ära von Frieden zwischen Menschen und Monstern. Frisk. Ich habe etwas, das ich dich fragen muss. Willst du, was ist denn, bist du nochmal Diplomat werden für die Menschen? Auf jeden Fall. Ah ja, übrigens, es gibt jetzt insgesamt 4 Möglichkeiten, die wir nehmen können. Entweder, wir werden Diplomat und, werde ich jetzt nicht nehmen, aber, hier kommen die Entscheidungen jedenfalls. Also ich werde jetzt nicht spoilern, das wird einfach alles vernichten, aber hier die Entscheidungen, die jetzt kommen, werde ich nicht zeigen, was passiert, wenn man die anderen Entscheidungen wählt. Denn der Sinn von dieser Szene, der Toby Fox wollte, ist wirklich, dass man sich dazwischen nur entscheidet. Und ich würde den ganzen Effekt davon nehmen, wenn ich jetzt nun alle Möglichkeiten hier auskoste. Ja, deshalb, Leute, wenn ihr die andere Möglichkeit sehen wollt, dann holt euch das Spiel selber und spielt es bis zu dieser Stelle. Wenn ich jetzt hier alles aufdecke, wird es auch nur halb so viel Spaß machen. Ja, Frisk wird der beste Diplomat. Und ich, der große Papyrus, werde das beste Maskottchen. Ich werde einen guten ersten Eindruck machen. Oh Gott. Well, irgendjemand muss ihn davon abhalten, in Gefahr zu gehen. Sehr geil. Die wissen natürlich all nichts von seinen Shortcuts, die gehen in die falsche Richtung. Mann, muss ich wirklich alles tun? Papyrus, warte! Hey, Andein, warte! Alle, wir gehen weg. Ups. Schweigen? Sollte ich auch irgendwas tun? Gut, ich gehe schon. Es sieht aus, als würde es jeder eilig haben, wegzugehen. Mhm. Pass auf, die Welt ist voller Flowies. Frisk, du bist von dieser Welt gekommen, richtig? Also musst du vielleicht irgendeinen Ort haben, zu dem du zurückkehren musst, oder? Was wirst du jetzt tun?
So, ich möchte mit dir bleiben. Oder ich habe Orte zu gehen, denen ich gehen muss. Ja, ich möchte mit dir bleiben. Einfach nur, weil wir ihr das vorhin verwehrt haben. Was? Frisk, du bist wirklich ein nettes Kind. Wenn du das früher gesagt hättest, hätte nichts davon passiert. Wäre nichts davon passiert, sorry. Es ist eine gute Sache, dass du... Was? Dass du so lange gebraucht hast, deine Meinung zu ändern. Gut, ich denke, wenn du wirklich keine anderen Orte hast, zu denen du gehen kannst, werde ich mein Bestes tun, auf dich aufzupassen, für so lange, wie du brauchst. Alles klar? Nun, komm mit. Jeder wartet für uns. Das Interessante hieran ist jetzt wirklich auch, dass die Toriel noch länger erleben wird als hier, weil, ja, Asriels fehlen, weil er jetzt wieder zu flau wird und nicht Asriel ist, und deshalb auch nicht wirklich altert. Und dass die, ja, Toriel deshalb jetzt eigentlich schon endlich lang lebt, genauso wie der Asgore. Falls sie nicht getötet werden. So, jetzt kommen noch diese Sachen. Wird zum professionellen, Frosch. Wird jeden Tag tapferer. Modsmail hat eine neue Cave gefunden. Lux, ein neu geformter Mobber. Vegetoid, ein Paschigrosser, keine Ahnung. Migos, genießt das Leben. Napstep Luke, ein grusiger DJ. So, und jetzt sehen wir übrigens auch noch, wie alle von Papyrus' Wünschen wahr werden. Ja gut, abgesehen davon, dass er keine Haare und keine Haut hat. Aber ansonsten, ja, der ist da in seinem Auto, fährt da rum. Fährt auf der falschen Spur? Wobei, wir wissen ja nicht, wo das ist, aber wenn es in England ist. Und der hat jetzt auch zuerst links gefahren, so. Snowdrake, ein fast erfolgreicher Comedian. Icecap, denkt über seinen Hut nach. Giftstroid, ein Geburtstagsdeko. Doggo, hat, was? Hat sein eigenes Seeei-Hund, was... Ja, Dogami und Dogressa, endlich Nummer 1, Nasenkuschel-Champions, Lesser Dog, hat einen liebenden Owner gefunden, da dieser eine Hund, okay, zu spät. Ich bin zu langsam, Leute! Ja, Lied! Ja, die beiden haben jetzt eine schöne Reihe an Yuri-Stories gestartet, von denen die Fanfiction-Macher nur träumen können. Wundervoll. Ah, dort, der Lesser Dog baut immer noch an seinen Hunden herum. Auch gut zu sehen. Aaron. Komm, ich finde Text schnell, aber nicht zu schnell. Aaron, ein paranormaler Investigator. Moldybug, ein idyllisches Leben am, an dem Strand. Woshua, ein legendärer Janitor. Tammy. Mads Dummy hat seinen Namen zu wütenden Dummy gemacht. Chiron. Was, nimmt wieder Gesangslessons? Also Gesang schon? Keine Ahnung, war zu schnell weg, sorry. Lol, der arme Burger Panzer, tut mir so leid. So. Wieso ist das jetzt eigentlich nicht dauerhaft in seiner Ex-Form? Weil da kann er jetzt dauerhaft drin bleiben, weil sein Körper ja perfektioniert wurde. Ja gut, Vulcan. Ein ermutigender Raumhetzer, Thunderplane. Gibt endlich zu. Was? Ich tu's nicht! Pyro. Warte, das habe ich gleich. Eine Kerze in der weltgrößten Geburtstagskuchen. Royal Guards, benutze deine Fantasie. Final Frogget gibt dem Leben seine eigene Bedeutung. Wimselot, der lange Kampf hat endlich geendet. Estigenematism. Was, oh Gott. Ist nun ein einäugiger Brillenverkäufer, Magic wurde zum Straßenmagier, dort den anderen konnte ich nicht lesen. Ah, die Amalgates leben mit ihren Familien. Da! Das ist schon der nächste Wunsch von Papyrus, der wahr wurde. Der Asgore macht eine Hecke, die in seiner Gesichtsform ist. Toriels Wunsch wurde auch wahr, sie ist nur Lehrerin. Ach du Schande, nee. Das Sound von ihr gerade einfach, darauf komme ich nicht klar. Bäh! Und hier nochmal Mount Ibit. Der übrigens so aussieht wie der, Mount. Wie ist nochmal bei Earthbound Zero? Der Mount.
Wie ist doch mein Entwickler jetzt? Oh Gott, jetzt habe ich das komplett vergessen. Nee, Toby Fox ist da nicht. Cool, ich komme noch drauf. Wartet, dann an der Stelle kann ich jetzt hier einfach cutten. Da, Gott sei Dank. Ich habe jetzt hier der Earthbound-Fangemeinde keine keine Schaden gemacht. Der Mount Itoi von Shigesato Itoi, genau. Boah. Habe ich jetzt tatsächlich für eine Minute, für ein paar Sekunden den Namen des Entwicklers meines Lieblingsspiels vergessen. Also direkt war es nicht des Entwicklers. Ja, das ist auch eine Anspielung auf bei den MT Itoi. Und Ibits heißt rückwärts gelesen übrigens so viel wie Toby. Und ja, ist auch direkt eine Anspielung daran. Der hat seinen Namen wirklich in einem Berg in seinem Spiel verewigt. Und die Aussicht vom Berg Ibit ist dieselbe, wie man sie hätten, wie man sie haben würde, aus einem bestimmten Winkel von dem Berg, also von Mount Itoi aus. Das ist wieder eine direkte Anspielung an Undertale. Ja, was auch da eine Theorie von dem Game Theory da unterstützt, da die, dass der Sans Nass ist. Habe ich leider vergessen zu verlinken, werde ich diese Folge wahrscheinlich auch vergessen. Gibt einfach ein Game Theory Nass gleich Sans. Oder Nass ist Sans. So, ich muss kurz was trinken. Hast du wirklich gedacht, es wäre zu Ende? Ich meine, wir haben noch nicht mal die Special-Bedankungen gegeben. Bereit? Ich lass das hier alles auf eine gute Art enden. So, dann. Wenn wir erfolgreich allem ausweichen können, öffnen wir einen speziellen Raum. Ah, scheiße. Nein! Wenn das jetzt der einzigste Treffer war, den ich hier im ganzen Abschnitt kassiert habe, dann krieg ich einen Anfall. Okay, gut. Da komme ich schon nicht mehr weiter. Okay, Leute, ich glaube, das ist wirklich für die Pro-Gamers und für die Leute, die mich hier auslachen würden, weil ich das nicht hinbekomme. Ah. Na gut, wir versuchen hier aber wirklich mitzumachen noch. Na gut, dann müsst ihr den Raum auch in einem anderen Let's Play sehen. Ich könnte mich da jetzt zwar reinbeamen, indem ich die Save-Data ändere, aber so einer bin ich nicht. Nee, nur nicht. Boah, hier das Special Thanks Team ist ja wunderschön. Genauso wie der Rest des Soundtracks. Ja. Aber wir können hier recht gut ausweichen bei diesem Part. Vielleicht mit ein bisschen Übung und wenn ich es irgendwann mal geschafft habe, Sans zu besiegen. Boah, ist so lange her, dass ich Undertale gespielt habe. Ich kann hier kaum mehr ausweichen. Ach, muss dann hier. Ne, auch nicht. Nebenbei, ich habe übrigens die Dateien in den Credits gefunden, wo die ganzen Namen drin stehen. Ich könnte sie theoretisch alle zu Emerald und zu ändern. Emerald, Green Stained Glass, Green Emerald, The Emerald to the Screen und so weiter halt. Muss ich halt nur 150 Mal hinbekommen. Und dann wird hier überall, ja, mein Name stehen. Lol. Ja, oder ich ändere sie einfach alle zu, die Leute, welche sich das jetzt fair angeguckt haben. War eigentlich auch mal eine witzige Idee. Wieso habe ich das nicht getan? Und wenn man da nicht alle Namen reinschreibt oder einen zu viel haben, kommt man hier eine Error-Message mit den Credits. Okay, ach du Schande, da haben mich ja fast alle getroffen. Die berührten Credits. Ach, so viele waren es gar nicht. So. Danke zu Freunde und Familie, dass sie uns unterstützt haben. Und das Undertale-Theme. Danke. Du, der Spieler. Von dem Boden unseres Herzens. Danke. Ohne dich wäre es unmöglich gewesen. Gute Nacht. Letzte Szene. Übrigens, wenn wir den Genocide durchgespielt hätten, wäre die Szene jetzt etwas anders gewesen. Ja, haben wir aber nicht. Gott sei Dank. Das ist einfach das Schönste, denn das rührt mich immer wieder zu Tränen. Ich bin bei solchen Enden auch ziemlich nah ans Wasser gebaut. Ja gut. So, jetzt fällt's zu Ende. Undertale, the end. Yay, Musik, aber noch nicht ganz das Ende. Da kommt jetzt gleich noch was. Boah, das Theme ist einfach so unglaublich.
Wenn ich mich irre, sollte jetzt gleich noch eine Szene kommen, eine kleine. Ja, es handelt sich nur um Stunden. Ne, man muss auf jeden Fall ein paar Sekunden warten. Da, jetzt kommt noch der Ending Doc. Schläft dort. Und dann kommt danach, glaube ich, noch eine Szene. Habe ich ja schon erzählt, dass Ending Doc der Toby Fox ist? Glaub schon, das sieht man jedenfalls dort, wenn man halt in den einen geheimen Raum kommt, den man halt nur öffnet, wenn man die Credits überlebt. I'm sorry, Leute. Die letzte Szene lässt sich Zeit. Aber ich will das jetzt auch nicht einfach rauskarten, das ist ja hier Teil des Spiels irgendwie. Ja, also ihr könnt ja vorspulen, ich tu's nicht. Ein schönes Theme. Na gut, ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, wie euch das so gefallen habt und ja, was das nächste Spiel sein soll. Also wenn ich das nächste was jetzt play, dann sollte es meiner Meinung nach halt Mother 4 sein. Hier Undertale wird halt auch von den meisten Fans als eine Fortsetzung von Earthbound betrachtet, weil da so viele Sachen drin sind wegen der Theory, dass der Sense der Ness ist und so weiter halt. Und allgemein auch, weil beides scheinbar auf der gleichen Map ist, muss man auch noch in Betracht ziehen. Und ja, da war noch eine Sache, die ich sagen wollte. Genau, aber wenn ich das nächste Mal ein... Oh, wie süß, Standing Dog schläft jetzt. Wenn ich das nächste Mal ein Let's Play mache, ein richtiges, dann wird es wahrscheinlich von Mother 4 sein. Halt einer richtigen Fortsetzung, die halt nicht von dem Mother 4, von dem Mother Theme Team kommt, sondern halt von einem Fanmade-Team. Aber der Shigesato Itui, sorry, hat halt auch selber gesagt, dass wenn er das nächste Mal ein Mother-Teil sehen will, dass er es dann nicht aus der Sicht des Programmierers oder des Entwicklers oder was auch immer, weil er nicht einfach nur der Direktor des Erschaffers sehen will, sondern aus der Sicht eines Spielers. Und deshalb denke ich, dass man das Fanmade Mother 4 schon als ein ja, fast offizielles Spiel sehen kann. Einfach nur, weil der Shigesato Itoi das so sehr bevormundet. Und ich bin mir sicher, wenn es erstmal rausgekommen ist, wird wahrscheinlich auch von Nintendo das Angebot kommen, dass es adoptiert wird. Hier, so wie bei Undertale, kam jetzt auch der Kontakt von Nintendo zu Toby Fox, dass es adoptiert wird von Nintendo und auf der Wii U erscheint. Aber ich bin mir sicher, wird noch einiges um Mother vorkommen. Schade nur, dass das jetzt etwas in den Hintergrund gerückt wurde von Undertale. Die Szene kommt einfach nicht. Die will mich nicht. Ja, mir gehen die Gesprächsthemen aus. Deshalb werde ich jetzt einfach cutten, bis die Szene kommt. Bis gleich. Leute, nach 15 Minuten warten habe ich es begriffen. Ich muss das Spiel kurz restarten. Hi. Sieht aus, als ob jeder perfekt glücklich ist. Monster sind zur Oberfläche zurückgegangen. Frieden und Prosperity wird nun das Land beherrschen. Nimm einen tiefen Atemzug. Es gibt nichts mehr, worüber du dir Sorgen machen musst. Hm? Gut. Es gibt da eine Sache. Eine letzte Sache. Du bist das eine Wesen mit der Kraft, alles zu löschen. Alles, für das jeder so hart gearbeitet hat. Du weißt immer, wen ich rede, oder? Ach so, ja. Das ist richtig. Ich rede über dich. Du hast immer noch die Kraft, alles zu resetten. Toriel, Sans, Escor, Elvis, Papyrus und Undyne. Wenn du so willst, wird jeder aus seiner Zeitlinie rausgerissen. Und zurückgesendet zu einem Zeitpunkt, bevor all dies passiert ist. Niemand wird irgendetwas erinnern. Also auch diese kleinen Flashbacks werden einfach nicht mehr existieren. Du wirst fähig sein, alles zu tun, was du tun willst. Diese Kraft. Ich kenne diese Kraft. Das ist die Kraft, die du bekämpft hattest, oder? Die Kraft, welche ich benutzen wollte. Aber nun, die Idee, alles zu resetten. Ich denke nicht, dass ich das alles nochmal tun könnte. Nicht hiernach.
Also bitte, lass sie gehen. Lass Frisk glücklich sein. Ja, der Flowey redet jetzt wirklich nicht mit Frisk, sondern der redet mit dem Spieler, mit uns praktisch. Lass Frisk ihr Leben leben. Ja, normalerweise ist es ja they, aber Frisk ist in meinen Augen einfach nur ein Mädchen. Auch wenn man das Geschlecht nicht wirklich definieren kann. Aber wenn ich deine Meinung nicht ändern kann, wenn du alles einfach wieder löschst, du musst auch meine Erinnerung löschen. Es tut mir leid. Du hast es vielleicht schon ein paar hundert Mal gehört, oder? Dreimal schon. Nun, das ist alles. Wir sehen uns später, Chara. Ja, und da wir wissen, dass Chara ja im Genocide Dantugan ist, auch wenn ich es dir nicht gezeigt habe, meint er wirklich, dass wir die Spieler die Bösen sind. Aber das ändert sich jetzt. Ich habe das Spiel dreimal durchgespielt. Im True Pacifist Run, zweimal jetzt, wenn man den Sense Fight absieht, im Genocide-Modus. Ich habe ja alles gesehen. Wenn ich das Spiel nochmal anberühre, dann nicht, indem ich die Zeitlinie ändere, sondern indem ich einfach einen anderen Spielstand nehme, den ich noch irgendwo rumliegen habe. Deshalb, Leute, das Let's Play ist jetzt beendet. Komplett beendet. Ciao.